Die Eurokrise ist in aller Munde. Der Euro am heutigen Tag auf ein neues Vierjahrestief gefallen und damit sicherlich auch ein ganz spannendes Thema für die Anleger an der EUWAX. Norbert Paul, Derivatehändler an der EUWAX. Welche Rolle spielt denn die Turbulenz des Euros und wie reagieren die Anleger? Ja, der Euro ist wirklich weiterhin in aller Munde, vor allem seine Schwäche ist weiterhin in aller Munde und auch natürlich ganz klar ist das bei unseren Anlegern so. Sie hatten ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auf eine weitere Abschwächung des Euros, vor allem gegenüber des US-Dollars, spekuliert. Kurzfristig, nachdem wir das 4,5 Jahrestief gesehen hatten, dachten wir schon, wir Händler, na, jetzt erholt er sich und die Anleger springen auch auf diesen Trend wirklich auf, denn sie haben begonnen, ihre Short-Positionen zu verkaufen und haben auch auf Long gesetzt. Aber nachdem der Euro sich nur etwas erholt hatte, haben wir schon gleich wieder gesehen, die Longs wurden verkauft und es wurde sofort wieder auf Shorts gesetzt. Unsere Anleger also weiterhin ganz klar bärisch für die Gemeinschaftswährung. Und wie sieht es beim DAX aus? Sind die Anleger da ähnlich skeptisch? Ja, auch hier ganz klar weiterhin das gleiche Bild. Die Anleger sind vor allem skeptisch. Man sieht zwar im EUWAX-Sentiment derzeit wieder schön, dass er wieder etwas positiver aussieht, aber hier muss man ganz klar sagen, die wirklichen Call-Käufe halten sich hier wirklich ganz klar in Grenzen. Es sind vor allem Put-Positionen, die jetzt, wo der DAX ja schon wieder zurückkommt, schon wieder unter Druck kommt, schon wieder verkauft werden und dadurch kommt eben dieser leichte Anstieg im EUWAX-Sentiment zustande. Hier kann ich ganz klar weiterhin nur sagen, unsere Anleger sind bärisch auf den DAX und nutzen eher die Chance, wenn der DAX etwas fester wird, wieder Puts zu kaufen und wenn er fällt, sehen wir aber auch die Tendenz, diese Positionen schnell wieder aufzulösen. Und BASF ist ein Thema bei Ihnen, das haben Sie mir vorher verraten. Woran liegt das? Ja, BASF, da kann man wirklich mal sagen, da setzen unsere Anleger wenigstens mal wieder auf steigende Kurse. Ich muss ja leider immer vermelden, immer auf weiterfallende Kurse zu setzen. BASF ist eine Ausnahme, sehen wir sehr schöne Umsätze in Plain Vanilla Calls. Grund dafür ist, dass ein Börsenbrief der Meinung ist, dass BASF sehr attraktiv bewertet ist und hier eben sagt, man könnte ja so ja als kleinen Turbo eben nicht nur eben einfach die Aktie kaufen, sondern eben sich einen Optionsschein ins Depot legen und dadurch eben gehebelt an der auf jeden Fall vom Börsenbrief erwartete positiven Kursentwicklung teilnehmen. Unsere Anleger folgen dieser Empfehlung. Wir sehen seit Tagen ja starke Käufe in Callprodukten auf BASF. Also der Euro und der DAX, fassen wir mal zusammen, die sollten weiter nachgeben, aber bei BASF zumindest sind die Anleger ganz optimistisch. Vielen Dank für die kurze Zusammenfassung.